Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeons Siege 2. Ja, ich mache hier mal Vorkehrungen. Ich habe hier Nachahmen gedrückt wegen der Sache, dass sie es einfach mal wieder verpeilt. Und ja, wir sind hier weiter auf dem Weg Richtung Westende. Ja, zu diesem Lager, wo wir hinlaufen sollen, wo die von der Pest geheilt werden müssen. Und ja, gerade ist uns ein großes Etwas entgegengekommen, ein großer Skorpion, den wir natürlich so gezwungen haben. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ich glaube, hier sind wir letztens auch, haben wir aufgehört. Bin mir nicht ganz sicher. Meine Tränke hin. So. Hier kannst du mal Mana Trank nehmen. Das ist für Kampfmagie. Okay. Nimm mal das mit. Dann nehmen wir mal was trinken. Hier haben wir nochmal Rüstung. Stammstiefel. Ist für Naturmagier. Gut, aber das Set ist immer noch besser. Und hier haben wir zwei kleine Zauber für Kampfmagier. Gut, wir gehen nochmal hier nah ranzoomen. Laut denen gibt es hier keinen Geheimgang. Dann können wir wieder hochgehen. Wenn wir Schalter finden. Okay. Können wir wieder selbstständiges Angreifen machen. Und ja, ich bin in der Zwischenzeit mal wieder eine Stufe aufgestiegen. Denn ihr wisst, ich muss dauernd immer hin und her laufen. Bestätigen wir mal hier und das, ja, wir können auch schon das hier machen. Heilmagie plus 8. Nein, bestätigen und jetzt haben wir hier schon ein stärkere Eiszapfen zur Verfügung. Ach, hier ist noch Gold drin. Nehmen wir gleich mal mit. Okay, wir gucken mal hier lang. Hier können müssen wir hinlaufen. Hier gibt es auch irgendwie einen Weg nach rechts, nach links, aber kommen wir später vorbei. Helft mir, mein Kind! Was soll ich die Dreiaden? Müssen wir wohl jetzt besiegen. So. Ja. Azuniten-Gelehrte. Ich danke euch. Diese bedauerlichen Geschöpfe wollten mir alle Glieder ausreißen. Wie gut, dass ich euch gerade rechtzeitig antraf. Was wolltet ihr vorher hier? Ich wollte ihnen helfen. Doch leider waren sie schon zu sehr vom Bösen durchdrungen. Dann ist die Exilkolonie von der Druiden. Jetzt nicht mehr. Nun ist dies ein Ort der Toten, Kind. Ich wusste, dass sie krank waren, doch ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Als ich hier anlangte, begannen sie gerade, sich zu verwandeln. Es war ein unschöner, ja schmerzhafter Anblick. Seid dankbar, dass ihr es nicht erlebtet. Nun denn, was führte euch auf diesen gefährlichen Weg? Ich war auf dem Weg nach Hause und hoffte, diese Dryaden erlösen zu können. Das habt ihr getan. Denn an den leuchtenden Gestaden des Jenseits werden sie Frieden finden. Uns, die wir in dieser Welt aus Fleisch und Feuer zurückbleiben, ist ein härteres Los bestimmt. Spricht sie von der Pest? Pest, wenn man es so nennen will. Doch ist dieses Wort zu harmlos. Ich spreche von Valdis. Ich fürchte Valdis und seine Schergen. Es gab nicht viele, die für Land und Gold zu töten bereit waren. Er ist nichts Besonderes. Ah. Aber Valdis beabsichtigt weitaus schlimmere Dinge, als nur Macht und Herrschaft an sich zu reißen. Alles, was lebt, hat Grund, seine Absichten zu fürchten. Ich verstehe nicht. Sagt mir doch, was ihr wisst. Es geht zurück auf die Geschichte von Asunai und Saramoth. Kennt ihr sie? Ich habe mein Leben lang viel darüber gehört, aber die ganze Geschichte? Nein.
Vor einem Zeitalter eroberte Saramoth das Reich der Sterne mit Hilfe mächtiger Zauber und eines alten Schwertes. Nur Azonai, der Verteidiger, der Anführer von den südlichen Ebenen, widerstand seiner Macht. Auf der Ebene der Tränen prallte Azonais Volk auf die Truppen Saramoths. Saramoth führte sein Schwert gegen Azonais Schild. Als diese Waffen aufeinander trafen, barsten die Himmel selbst. Dieser Kampf führte direkt in die Endzeit. Eine Welt versank in Schutt und Asche und ein Zeitalter endete. Okay, jetzt müssen wir ihn anscheinend nochmal ansprechen. Versteht ihr, mein Kind? Das Zeitalter endete, weil Schwert und Schild im Kampf trafen. Weder Schild noch Schwert waren gewöhnliche Waffen. Sie wurden von wundersamen und fremdartigen Wesen erschaffen. Göttliche Macht wohnte ihnen inne. Eine Macht, den Verlauf der Geschichte zu ändern. Eine gute Geschichte, alter Mann. Doch was hat Waldes damit zu tun? Diese Waffe wurde wieder gefunden. Sie ist jetzt in der Hand eines machthungrigen Tyranns, der irrsinnige Pläne verfolgt. Waldis trägt jetzt Saramoths Klinge. Was? Waldis glaubt, der wiedergeborene Saramoth zu sein. Und er möchte die Welt nach seinem aberwitzigen Plan umformen. Er beabsichtigt, das zweite Zeitalter zu beenden und eine neue Endzeit zu beschwören. Doch wenn die Welt noch existiert und wir leben, dann kann Endzeit nichts das Ende aller Dinge bedeuten, oder? Die Endzeit ist sowohl Ende als auch Beginn. Sie bedeutet das Ende eines Zeitalters, sodass ein neues Zeitalter geboren werden kann. Sie ist mit nichts in der Natur vergleichbar. Verzeiht, doch das klingt mir nach einer Legende als eine Wahrheit. Doch selbst wenn es so wäre, könnte Waldis tatsächlich nur durch den Gebrauch eines alten Schwertes die Endzeit heraufbeschwören? Das Schwert Saramoths, erschaffen von uralten Wesen im ersten Zeitalter, ist noch immer fähig, die Welt zu verändern. Doch ihr habt auch recht, denn seine Macht ist versiegelt. Waldis muss für seine finsteren Zwecke dieses Siegel aufbrechen. Der Schlüssel zu diesem Siegel ist Azonais Schild, den er nun sucht. Die Legende besagt, dass das Schild von Saramoths Schwert zerstört wurde. Mitnichten. Der große Schild existiert noch immer, wenn auch zersplittert und in alle vier Winde zerstreut. Seine Bruchstücke sind jedoch bekannt und tragen Namen. Ihr habt vielleicht davon gehört. Sie sind als Aegis-Artefakte bekannt. Wieso hat er auch immer nur eine andere Synchronsprecher? Naja, Aegis, wie in Aegis des Lebens, das war ein Teil von Azonais legendärem Schild. Das also suchten Waldis und die Dryadenstrahl. Ja, und er stahl sie aus dem Küstentempel, wie ihr wohl wisst. Ihr halft ihm dabei, es zu erlangen. Das ist eine traurige Wahrheit, doch woher wisst ihr davon? Ich habe Augen und Ohren an vielen Orten. So sind wir Gelehrten alle. Ich sogar etwas mehr. In jedem Fall wart ihr dort und hattet Anteil an den Geschehnissen. Ihr müsst mich für vollkommen verderbt halten, da ich Waldis Seite gekämpft habe. Oh ja, das würde ich denken, wenn ich nicht die Wahrheit wüsste. In euch steckt mehr, als euer Äußeres vermuten lässt, junger Freund. Euch ist vom Schicksal noch eine besondere Rolle zugedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, was das sein sollte. Doch die Geschichte beruhigt mich. Er beunruhigt mich. Ich fürchte um meine Heimat, wie auch um die Welt. Viele wollen sich Waldis Willen nicht beugen. Der Widerstand regt sich überall. Ich halte euch nicht länger auf. Ihr wart so gut, mir zu helfen. Und daher möchte ich mich erkenntlich zeigen. Es ist recht einfach, diese Insel zu verlassen. Geht einfach von hier weiter und ihr findet das Portal zum Festland. Hab Dank, mein Herr. Viel Glück auf eure Wege. Das Ding kommt mit. Schade. Nur der bestimmte Tumor ist. Euer Weg ist nun frei. Oh. Doch ihr müsst durch die Kitrai erhöhen, um das Portal zu erreichen. Und das ist kein Kinderspiel. Wenn das mein Weg ist, dann werde ich es nehmen. Ihr klingt überzeugt. Das ist gut. Gute Reise auch euch, junger Kämpfer. Diese Dinge dürften euch unterwegs nützen. Nehmt. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Lebt wohl und vielen Dank.
Tag aufgehalten. Ja, speichern wir mal. So, Talisman. Zins meiner Regeneration, Intelligenzrüstung. Kann man nehmen. Okay, belassen wir das Heldenamulett. Packen wir mal in Sicherheit. Dürfte nicht weggepackt werden. Oh ja, Stufe Aufstieg. Einen Punkt hat jetzt jeder bekommen nochmal. Muss ich jetzt hier hinten? Spare ich mir meinetwegen. Ja, 24 Mücke muss ich erreicht haben. Schaden durch Heilmagie und Naturmagie. Gewaltangriff. Und hier weiter mehr. Das muss ich erforscht haben. Ja. Ja, machen wir hier nochmal hinzu. Kommt zu Resistenzen. Ist ganz nützlich. So. Und dann laufen wir weiter. Aber nicht nach links, wie es gedacht wird, sondern erstmal kurz nach rechts. Weil wir da noch eine kleine Abzweigung haben. Und die mal kurz anschauen werden, was hier los ist. So, die Monster hier sind nicht wirklich stark. Wenn wir dann doch hierher gehen, bin mir nicht so sicher. Das Glück ist aber ein Teleporter. Ich laufe erstmal kurz mal hier noch die Strecke entlang. Ah, ganz viele Triaden. Oder ferner. Die Gehilfen der Triaden. Stufe 11. Wären mir die damals entgegengekommen, ich glaube, die hätte ich nie besiegen können. Hier haben wir nochmal einen Brunnen. Eine kleine Höhle. Gut, und das scheint was Questabhängiges zu sein. Du! Du einer aus Höhle! Ich Ron! Ron dir nichts tut, ja? Hör zu, ja? Haku, nix alles schlecht! Haku, nix tun, Baumfrauen! Nur böse Haku, was tun, Baumfrauen! Erzähl weiter, ich höre. Ron, Vater ist Haku, Hohepriester. Vater, nix tun, Baumfrauen. Haku, Thronräuber, böser Priester. Mordenfreund, tut Vater weh, tut Baumfrauen weh. Vater versteckt. Vater muss Thronräuber töten, dann nix mehr verstecken, nix mehr tun, Baumfrauen. Verstehst? Mithelfen töten Thronräuber, Vater Helfer bekommt Gold. Hilfst du, Haku? Ich habe verstanden. Ich soll den Thronräuber töten und damit die Dryaden in Sicherheit. Gut, ich werde es tun, wenn du mir sagst, wo er sich befindet. Fremdling ist Thronfreund. Du Thronräuber töten, dann auch Priesterfreund. Hohe Priester hat viel Gold für Fremdling, verstehst? Ja, ihr werdet mich belohnen, wenn ich den Thronräuber bezwinge. Wo finde ich ihn? Thronräuber versteckt hinter Mauer. Mauer bei Elbenort, wo Baumfrau gern ist. Fremdling, verstehst? Ja? Ach, du meinst die verfallene Mauer westlich des Elbenschreins. Die finde ich sicher. Die hätten wahrscheinlich gegen uns gekämpft, hätten wir gesagt, ach, stirb einfach mal. Und hier haben wir irgendwas Blaues. Oder nee, ist bloß dick, wo ist der Stein hier? Ja, ich weiß ungefähr, wo sich's befindet. Ich kann es dann nächstes Mal machen, wenn ich dann wieder das Spiel neu lade und einen Teleporter benutze. Obwohl, wir kommen gleich am Teleporter vorbei, da könnte ich rein theoretisch auch nochmal den nutzen. Ja, jetzt kommen wir wieder welche hiervon. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier langsam Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ja, und nächstes Mal laufen wir halt dorthin zu die Hakuns zu helfen oder wie sie heißen und dann werden wir auch ja, das Quest erledigen und weiter Richtung Hauptquest gehen.
könnt ihr alles noch mitnehmen. Ne? Zum Gold kommt er nicht, wie ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.